Und hiermit wieder ein herzliches Willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Hier ist euer Memento Mori, wie ihr seht, mit einer neuen Folge Resident Evil. Und ich glaube, wir müssen uns jetzt wirklich entscheiden. Ich muss da eins verwenden. Jetzt ist nur eins übrig. Es ist nur noch eins übrig? Es kann doch nicht nur eins übrig sein. Was zur Hölle machen wir jetzt? Ja, ihr wisst, was das heißt, ne? Leute! Ich meine, Zoe kennen wir kaum. Ja, sie hat uns geholfen, aber sie wollte auch ihren eigenen Arsch retten. Ja? Also muss man auch dazu sagen. Ja, Zoe, du bist für uns fremd eigentlich, ne? Mir ist unsere Freundin. Ist okay! Ich war dumm zu denken, ich könnte fliehen. Aber Zoe, geht! Geht schon, ihr beiden! Komm mit uns. Es gibt sicher jemanden, der helfen kann. Hier ist mein Zuhause. Offenbar gehöre ich hierhin. See you later, Bro. Ja. Ich werde Hilfe schicken. Brauchst du nicht. Es wird niemand zum Helfen mehr hier sein. War das jetzt richtig? Oder war es falsch? So eine schöne Schifffahrt, ne? Eine Schifffahrt, die ist lustig. Eine Schifffahrt, die macht... Vielen Dank. Wen hätte ich denn sonst wählen sollen? Dreht's jetzt durch? Mia, ich weiß, du hast viel durchgemacht. Wir müssen reden. Du hattest was damit zu tun, nicht wahr? Sieh doch, ich will nur die Wahrheit wissen. Ethan, ich erinnere mich wirklich nicht. Versuch's. Das Schiff. Ist das das Boot? Wie ist das nur hierher gelangt? Ja, Wasser rundherum, wie wird das wohl hier hingekommen sein, ne? Wie wird das Boot wohl hier hingekommen sein? Ja, gute Frage, ne? Oh, du bist in Ordnung. Was zur Hölle war das? Was zum Teufel? Was ist das? Was ist das? Mami, hier lang. Mami? Wir spielen jetzt Mami. Wie? Ethan! Ethan? Ethan! Wo bist du? Wie geht Ducken nochmal? Ah, okay. Ah, Ethan! Hier ist er. Geht's dir gut? Ethan? Hey, Ethan! Oh! Tschüss, Ethan. Hat Spaß gemacht. Danke fürs Retten. Oh, ich komme hier nicht weiter. Wir müssen rein, Leute. Wir müssen wirklich rein. Ja, eine komische Wendung. Aber... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ja, klar hatte mir ein bisschen was zu tun, glaube ich, mit der ganzen Sache. Wie viel, das weiß ich jetzt nicht. Und ich habe nicht aufgepasst. Auf jeden Fall
Ja, Zoe hat uns nichts getan, wollte uns helfen und wollte eigentlich ihren eigenen Arsch retten durch uns. Es war schwer zu entscheiden, Leute. Wie hättet ihr entschieden? Schreibt es doch in die Kommentarbox, Leute. Hallo? Hello, darkness, my friend. Okay. Was war das? Ich bin nicht gay. Ich will hier ehrlich gesagt nicht weitergehen. Das ist doch unheimlich, oder? Das Schiff hier. Ja, das war ein Flashback. Mehr oder weniger. Das heißt, sie hat sich ein bisschen an so Bruchstücke erinnert, was hier vorgefallen ist. Interessant, Kleine. Interessant. Oh! Shit, Alter. Ist nur ein Baum voller Menschen. Don't cry for me, Argentina. Okay. Wie ihr wisst, ich kann nicht singen, deswegen werde ich es auch nicht probieren. Aber voll heftig, ne? Da schrecke ich mich einfach mal an der Deko hier. Irgendwie fühle ich mich ohne Waffen nackt. Sie sind tot. Sie sind alle tot. Das ist der Maschinenraum. Wovon zum Teufel redest du? Sie hat sie alle umgebracht. Oh, Mist. Was zur Hölle passiert hier? Wir brauchen Waffen. Gibt's hier irgendwelche Waffen auf dem Schiff? Ich weiß nicht. Oh. Komm, wir gehen hier lang. Vielleicht kommen wir hier raus. Gehörte der Crew. Na sicher gehörte das der Crew. Okay, wir gehen hier raus. Vielleicht hat die Crew überlebt. Ich glaube nicht, Leute. Ich glaube nicht. Mir geht hier jetzt gerade der Arsch sowas von auf Grundeis, Leute. Okay, hier sind sie lang. Und dann sind sie sicher in die Freiheit und so. Ah, ich glaube nicht. Hier sind sie wahrscheinlich gestorben. Hab dich! She's not my child, sie ist nicht mein Kind. Crew Liste, Captain, Ed, Charlie, Chefingenieur, Erstoffizier, okay. Mechaniker, Arzt. Kein Name kommt mir da irgendwie bekannt vor. Aber ich kann mir vorstellen, wie viele Gegner jetzt hier herum eiern wahrscheinlich. Dich auch nicht versteckt, ne? Nicht gut. Hey, ich will eine Waffe irgendwie. Sie ist in mir. Sie ist in jedem. Okay. Klingt auf den ersten Blick ein bisschen pervers, ne? Geht's auch nicht weiter, oder? Nee. Shit. Sind wir runtergefallen? Okay, hier drinnen war nichts, außer die Passagierliste. Ja, wir müssen hier lang, ne? Ja, ist ja. Eine Klimaanlage haben sie hier, ne? Sehr schön hier. Sehr schön. Oh. 1987? Okay. Hey, der Tank ist so alt wie ich. Alter Karren, oder? Oh! Wow! Erinnerst du dich? Nee! Was? Was bist du? Ja.
Irgendwie habe ich so eine Vorahnung. Vielleicht ist sie das Kind, also die Mia aus den früheren Zeiten quasi, so eine Art vielleicht Klon oder das ja, innerliche Kind, das innerliche verrückte Kind. Passiert. Ja. Passiert mir auch oft, dass ich mit schwarzen Schmodde herumschieße und Leute irgendwie... Ich glaube, er lebt nicht mehr. Ich bin mir unsicher. Was? Ich soll da reinspringen. Er wollte rausspringen. Ja, komm. Ja, wenn sie vielleicht unser Kind ist oder vielleicht auch wir selbst, dann... Warum soll sie uns... Du hast gesagt, wir können eine Familie sein. Wovon redest du da? Du hast gesagt! Oh, sie ist mad. Oh oh. Seltsame Flasche. Oh fuck, Alter, das sind Gegner. Ich habe keine Waffe, Mann. Ja, wie soll ich die jetzt aufmachen? Draußen sind Gegner, Leute. Ich will ein Messer, mindestens. Ein paar Patronen. Oh! Shit, 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 shit. Shit, 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 shit. Shit. Hex, Hex! Ich hab sie ausgetrickst, Leute. Oh. Holy Mountains. Vielleicht. Nee. Aber vielleicht liegt dort irgendwo eine Waffe. Okay, Maschinengewehr, Munition. Ah! Speichern, Leute! Speichern! Mir geht hier die Pumpe! Hey, das ist doch nicht normal! Zwei Schuss! Jawohl! Lauf!
Die dürfen nicht reinkommen. Was ist das? Was tue ich damit? Warum sollte ich das aufheben wollen? Oh, die haben hier gefeiert, ne? Okay, liebe Janet, wie geht es dir? Ich schätze, wenn dieser Brief dich erreicht, haben wir uns ein halbes Jahr nicht gesehen. Das Leben ist so langweilig hier. Jeden Tag nur dasselbe alte Meer. Obwohl, eine Sache ist neu. Dieses Mal haben wir ein paar Passagiere an Bord. Das kommt fast nie vor. Es ist ein Pärchen mit einem kleinen Mädchen. Ich glaube, sie sind entfernt mit dem Captain verwandt. Stell dir vor, auf einem Tanker statt eines Passierschiffes zu reisen. Die müssen echt knapp bei der Kasse sein, ne? Ich habe vorhin versucht, mit dem kleinen Mädchen zu reden, aber ihr Dad hat mir einen finsteren Blick zugeworfen. Was der wohl befürchtet. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, fällt mir ein, dass der Captain gesagt hat, er hätte keine Verwandten. Okay, vielleicht macht ihm das zu viele Gedanken. Ich vermisse dich, liebe Jim. Ich vermisse Munition, Leute. Ich vermisse Munition. Ja, Leute, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Hat mich gefreut, dass ihr es zugesehen habt. Euer Memento Mori. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.